Themenparks stehen niemals still. Deswegen gehen wir nun in ein News Recap für die Woche 50 2019. Pferdereitbahn für Geiselwind. Das Freizeitland hat auch diese Woche wieder eine der Neuheiten für die Saison 2020 und den Bauernhofbereich vorgestellt. Die Ponyhof getaufte Pferdereitbahn wird von SBF Visa geliefert und ergänzt den neuen Familien- und Kinderbereich. Erste Testfahrten der West Coast Racers. Wie diversen YouTube-Kanälen zu entnehmen ist, wurden die Testfahrten für die West Coast Racers im Six Flags Magic Mountain gestartet. Eine Linksammlung zu den entsprechenden Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Damit könnte man unter Umständen versuchen, tatsächlich noch dieses Jahr zu eröffnen, auch wenn damit das Jahr schon rekordverdächtig ausgereizt wäre. Eröffnungstermin für GP Racers. An der Suzuka Circuit Rennstrecke in Japan plant man den Dueling Coaster GP Racers am 1. März kommenden Jahres zu eröffnen. Dazu hat man auch noch einige Werbeflyer auf der Homepage veröffentlicht. Einem Übersichtsartwork ist zu entnehmen, dass die Anlage zumindest nicht auf einem Maurer Spike Coaster aufbaut. Bisher ist keine zuverlässige Quelle zu einem Hersteller zu finden. Das Schienendesign scheint eher Ähnlichkeiten mit Vekomas Motorbike Coastern zu haben, jedoch wäre dann der Zug eine neue Entwicklung mit den hintereinander angeordneten Sitzen. Ich versuche da mal mehr herauszufinden. Familienbootsfahrt im Cedar Point. In einem Livestream hat Cedar Point die Neuheit für die 150 Jahre Jubiläumssaison angekündigt. Etwas unüblich, wenn man die Thrill Rides der letzten Jahre als Referenz nimmt, gibt es eine Bootsthemenfahrt. Und diese soll jedoch nicht nur Animatronics, sondern auch Live-Actor beinhalten. Wer im Video genau aufpasst, wird aber auch einige fast scherzhaft wirkende Teaser etwas über 500 Fuß messendes Neues für 2021 finden. Das wären knapp über 152 Meter. Ob Höhe, Länge oder Breite ist dabei völlig unklar. Ebenfalls ist völlig offen, ob man sich hier einen Scherz erlaubt oder da in 2021 etwas sehr Großes auf Steel Vengeance folgen wird. Das war das News Recap für die Woche 50 2019. Nächsten Sonntag gibt es dann die Zusammenfassung für die nächste Woche.